Ja, Freunde, willkommen zurück. Nächster Part mit Bordeaux und das ist tatsächlich der letzte Part, den ich vorproduziere. Dann habe ich für den Urlaub vorgearbeitet. Dementsprechend sollte ich ab dem nächsten Part dann wieder auf die Kommentare eingehen können, die ihr in den letzten 2 Wochen so abgegeben habt. Und ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall gleich mal dafür. Was haben wir heute? Wir haben die Partie gegen Lens im Pokal. Die spielen in der Liga. Die spielen momentan nicht so schlecht. Die sind auf Platz 5 oder 6. Das heißt, es dürfte schon eine knifflige Partie werden. Und dann das Rückspiel gegen die Bayern, wo wir ja sensationell im Hinspiel ein 1-1 geholt haben im Achtelfinale der Champions League. So, wie stellen wir heute auf? Natürlich haben wir wieder mit Müdigkeit zu kämpfen. Das Problem ist jetzt natürlich, Lens ist kein einfacher Gegner und schon eine wahnsinnig wichtige Partie. Also von den Prioritäten her würde ich auf jeden Fall Lens jetzt über dem Rückspiel gegen die Bayern stellen. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass es schon sehr, sehr cool und sehr reizvoll ist, dass man die Bayern momentan schlagen könnte. Aber hilft nichts. Ich bringe jetzt mal links hinten mal Malang-Sar. Dann werden wir mit, ich würde mal sagen, schaut es mit Kamara aus. Kamara ist ausgeruhter. Kamara und Lukeba. Und dann auf die 6. Auf der 6 würde ich sonst einfach Djiré lassen. Ignatenko ist ausgeruht. Statt Theo lassen wir Cazadei spielen. Den lasse ich jetzt auch als Spielmacher spielen. Oder andere Variante wäre, dass wir ihn zurücktun. Dass Djiré diese offensive Spielmacherrolle kriegt, weil der kann ein bisschen besser passen. So, dann die Offensive auf den Flügeln. Da ist Bargi müde. Da kann Udin, auch wenn es mir wehtut, spielen. Und links außen. Ah ja, schaut mal, Salazar ist ausgeruht. Den würde ich dann vielleicht mal bringen. Schauen wir mal. Aber ich würde es mal so machen, dass Jubels spielen wird. Und Fernandes muss auch spielen, weil Luca müde ist. Und dann werden wir einen fitten Ribeiro nächste Woche bringen können zum wichtigen Spiel gegen die Bayern, würde ich sagen. Weil links außen haben wir sonst ja in der Champions League niemand anderen registriert. Deswegen muss ich Jubels heute fast spielen lassen. So, die Bank ist voll besetzt. Nur Theo ist noch müde. Den tauschen wir noch mit Bargi. Bjelik, wobei Bjelik wäre noch besser. Weil den können wir wenigstens auch einsetzen. Ja, ich würde sagen, so werden wir spielen. Und dann hoffe ich, dass es jetzt gegen Lens weiterhin so gut läuft. Wir brauchen dringend 3 Punkte und das einfach in jedem restlichen Spiel irgendwie. Legen wir los. Im Moment sehen wir die Form. Ja, das Unentschieden war gegen die Bayern, die Niederlage war gegen PSG. Also gibt es, glaube ich, jetzt im Moment Schlimmeres. Wichtig ist vor allem, dass wir kein direktes Duell mehr mit PSG in der Liga haben. Das heißt, jetzt haben wir eigentlich nur noch Spiele, die wir wirklich gewinnen können. Bei PSG braucht man immer einen guten Tag und zugleich einen schlechten Tag von PSG. Auf die treffen wir jetzt dann nur noch im Pokal-Halbfinale, was mir aber nicht sonderlich wichtig ist, das sage ich auch ganz ehrlich. Also, so schön es wäre, den Pokal zu gewinnen, wäre die Liga halt trotzdem noch schöner. Und die Chancen, die Liga zu gewinnen, sind tatsächlich höher als den Pokal zu gewinnen, weil wir da ja jetzt unter Anführungszeichen nur die anderen Gegner besiegen müssen. In der Liga im Pokal müssen wir nochmal PSG besiegen. Aber wir dürfen diese Aufgaben, die wir hier haben, auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die werden schwierig genug. PSG führt gegen Nizza, damit der volle Druck wieder bei uns. Während es uns überhaupt nicht gelingt, unser Spiel aufzuziehen. So, Ignatenko auf Udin. Louis-Jean. Ignatenko. Jubels kann nochmal ablegen. Und da gibt es dann den Freistoß. Aber das ist auch nicht wirklich gut oder viel. Also ich würde sagen, da werden wir in der Pause dann auf jeden Fall ordentlich wechseln müssen, wenn es so weitergeht. Weil die Partie müssen wir gewinnen. Da wird dann, also ich würde eventuell Jubels rausnehmen, dazu noch Giré. Und ja, ich glaube, das passt dann mal. Aber schauen wir mal. Ein paar Minuten haben wir noch. So, Fernandes. Kein guter Pass auf Jubels. Boudin holt ihn wieder gut zurück. Der ist ja ordentlich angezählt. Bin nicht einverstanden mit seinen Leistungen. Vor allem mit seinen, oh, Ignatenko, schlechter Abschluss. Mit seinen
disziplinären Problemen, also diese Platzverweise, die uns ja jetzt immer wieder vor blöde Situationen gebracht haben und Punkte gekostet haben, weil man dann halt wieder mal in Unterzahl spielen muss, weil ein Udin sich wieder nicht zusammenreißen kann. Ignatenko vertrippelt sich hier. Oder? Ignatenko, Schubels. Schubels macht's alleine und der Ball wird abgefälscht. 28. Minute, Ecke oder? Also wir sind auf jeden Fall das klar bessere Team. Das ist zumindest mal das Positive, was man heute hervorheben kann. Aber natürlich ist das zu wenig, um hier wirklich Gefahr auszustrahlen und auch in Führung zu gehen. Vielleicht jetzt 36. Fernandes. Malangsar. Gut. Bernardoni ohne Probleme. Ist das der? Ah ja, genau. Paolo Bernardoni. Also wenn der jetzt reingegangen wäre, hätte ich glaube ich meine ganze Abwehr ausgewechselt. Louis Jean. Was war das? Das war ein Pass, laut Kommentar da unten. Wahnsinn. So, jetzt haben wir uns mal gut befreit hier. Malangsar und Fernandes drüber. 39. Minute. Ja, nicht zwingend genug. Aber das Gute ist, dass wir viel Qualität haben auf der Bank und die müssen wir jetzt auch reinbringen, weil wir brauchen diesen Sieg heute. Wir kontrollieren den Ball gut, so wollen wir das haben, das stimmt ja auch. Ribeiro für Schubels, würde ich sagen. Von der Qualität her macht das Sinn natürlich. Und Salazar für Giré. Und dann werde ich den Ignatenko auf die 6 packen. Das macht, glaube ich, auch Sinn. So, weiter geht's. Also mit Salazar haben wir jetzt natürlich einen starken Spielmacher drin. Hebt die gelb-rote, schade. Ribeiro beinahe durch. Aber das war voll für einen Foul. Und die zweite Verwarnung zu wenig. So, Malangsar. Wieder Ribeiro. Der sorgt gleich mal für ordentlich Gefahr in den ersten Sekunden. So, das habe ich mir erhofft. Also wir haben Chancen alle paar Minuten, so wie es aussieht. Wann geht endlich mal eine rein? Wieder nix. Es wäre heute auch eher ein Spiel für Lorenzo Lucca, habe ich das Gefühl. Fernandes drüber. Ja, es soll nicht sein heute bei ihm. Ignatenko passt auf, Saar gut gemacht, Ribeiro gegen Hefti. Ich habe mir übrigens nochmal Vitor Roque angeschaut, den Brasilianer, den wir uns für links außen überlegt haben oder wo wir schon das Angebot momentan draußen haben. Der wäre wirklich der perfekte Ersatz für Ribeiro. Also schauen wir mal, ob der jetzt kommt und ob wir das finanziell irgendwie hinbekommen, weil das Budget haben wir eigentlich nicht. Oder mit der Ecke. Salazar, wieder oder und geklärt. Sisto mit dem Freistoß, 58. Die bekommen wir geklärt. So, Konterchance. Ribeiro, Fernandes. Da müssen wir jetzt was draus machen. Ach. Uda, hinten ist Salazar frei. Uda macht selbst. Warum? Uda, du nervst mich so sehr. Aber er versteht mich nicht. 6,9 heute von Uda. Also er zeigt sich auf jeden Fall verbessert. So, die Müdigkeit wird jetzt ein Thema. Rechts hinten haben wir das Problem mit Louis Jean, links Ignatenko auf der 6, Uda. Was kann man machen? Kann man einen Bade auf den Flügel bringen? Nicht wirklich. Lukeba ist Linksfuß.
Kamara theoretisch auf dem rechten Flügel, kann nicht flanken. Kann Ekromier auf die Seite bringen, der ist ein reiner Linksfuß. Das wäre ich jetzt. Malik Djao kann rechts hinten spielen. Dribbling 11, Flanken 7. Da bringe ich lieber Ekromier. Bjelik auf die 6 und Luka als Stürmer rein. Ich mache jetzt gleich drei Wechsel. Wir brauchen jetzt nochmal irgendwie Offensivpower. Wie gesagt, Lens ist kein schlechter Gegner. Die sind auf Platz 5 oder 6, also fast Champions League-Kurs im Moment. Fernandes, mach ihn. Nein, Bernardoni rettet. Das wäre so schlecht, wenn wir da jetzt hier so wichtige Punkte liegen lassen. Dann wäre PSG sehr nah an uns dran schon. Udin, Ribeiro, wieder Bernardoni, der rettet. Das gibt es nicht. 70. Minute, die Riesenchance. Nächste Ecke. Wieder geklärt. Leute. Luca kommt nicht ran. Casadei drüber. Ja, PSG führt noch immer. Jetzt nicht vergeigen, Leute. Ich werde jetzt nicht offensiver tun, weil damit haut man sich oftmals die Taktik zusammen. Ribeiro, Luca drüber. Also abgefälscht. Wir haben ja vor allem eh Chancen im Minutentakt. Und die sind auch gar nicht so schlecht im Moment. Hinten ist Salazar. Das macht Udin. Braucht sehr lange. Bjelik, tolle Übersicht. Ribeiro, schlechter Antritt. Boah, das war schwach von Ribeiro. Ich verzweifle. Und Hefti kriegt auch die zweite gelbe Karte nicht. Super Einsteigen von Salazar. Tolle Kombination, Casadei. Sie können ausbügeln. Ribeiro, Salazar. Casadei ist auch schon richtig müde. Lorenzo Luca mit dem Pass auf Udin in die Tiefe. Der wieder zurück zu Casadei. Da ist Ribeiro. Bernardoni rettet schon wieder. Sogar die Torlinientechnik wird hier beauftragt, weil es so knapp war. Was man natürlich machen kann, ist, dass wir jetzt höher pressen, weiter aufrücken, mehr in die Zweikämpfe gehen. Wir müssen schauen, dass wir sie jetzt noch mehr stören da vorne. Rodrigo Ribeiro auf Malang Sarr. Salazar, wieder Sarr. Luca. Luca trifft. 80. Minute, 22. Saisontor von Lorenzo Luca. Nach Vorlage von Malang Sarr. Ganz, ganz wichtig. Boah. Die taktischen Änderungen habe ich zurückgenommen, falls ihr es gerade nicht gesehen habt. Wahnsinn. Ich werde es jetzt loben, weil ich finde, im Spiel können wir heute richtig zufrieden sein. Einzig die Chancenverwertung heute. Mit solchen Distanzschüssen können sie natürlich gerne auf uns zukommen. So, Lukeba mit dem Pass in die Tiefe. Kurze Anspielstationen gab es nicht wirklich. Ribeiro bleibt hängen, nicht gut. Malang Sarr, wieder Luca. Kein schlechter Versuch. Ja. So, jetzt fangen wir mit dem Zeitspiel auch noch an. Vier Minuten gilt es zu überstehen. Bei PSG ist der Ausgleich gefallen, 90. Minute. Boah, das wäre jetzt der absolute Hammer. Bjelik, Rodrigo, Ribeiro auf Kamara und das war's. Wir gewinnen gegen Lens, hauchdünn,
Aber im Endeffekt verdient, gutes Spiel gemacht, eben nur leider zu wenig Tore. Also da sollte man eigentlich 3 oder 4-0 gewinnen mit diesen Statistiken. Aber PSG hat tatsächlich in der 90. noch den Ausgleich kassiert. Das ist sensationell. Dadurch der Vorsprung auf 9 Punkte wieder gewachsen, nachdem wir ja zuletzt durch die Niederlage 3 Punkte wieder auf sie verloren haben. Transferbudget haben wir jetzt keins mehr bekommen. So, Ribeiro verletzt 1 bis 3 Tage. Das ist ganz bitter jetzt vor dem Spiel gegen die Bayern. Sah war gut. Gewonnene Kopfbälle stark, 100%. Ja, kann ich nicht loben, diese Kopfbälle. Deswegen loben wir ihn einfach für das Defensivverhalten. Ja, Wahnsinn. Wie viele Spiele haben wir jetzt noch? 13. Gut. Da sind noch echt viele Punkte zu holen. Oder, Moment. Nicht 13. Ah, doch nicht. Stimmt. Nur noch 9 Spiele. Ich dachte, es ist eine 20er Liga, aber es ist ja nur eine 18er Liga. Dementsprechend können noch 27 Punkte geholt werden. Also es ist schon noch ein bisschen was in der Luft. Aber alles in allem ist das schon ziemlich cool jetzt. Ich war schon so ein bisschen down nach dem Spiel gegen PSG. Aber das hilft mir jetzt schon wieder ein bisschen, dass wir da diese Punkte rausgeholt haben. Jetzt kann man natürlich andererseits wieder sagen, schade, dass wir gegen PSG noch mehr Punkte liegen haben lassen, sonst würde man noch mehr führen, aber egal. Youfintech. Entschuldigung, ich musste das jetzt akustisch untermalen. Was ist denn das? Wir müssen mit dem Vorstand sprechen. Das geht ja mal gar nicht. Netzwerk für die Nachwuchsrekrutierung stärken, ja. Dass wir da hoffentlich eine bessere Nachwuchsrekrutierung hinbekommen. Vitor Roque kommt zu uns. Sensationell. Das ist der absolute Hammer. Und wir sehen hier, 19 Millionen werden vom Transferbudget diese Saison abgezogen. Sollte der Betrag überzogen werden, wird der Rest vom Transferbudget fürs nächste Jahr abgezogen. Und dementsprechend gehen sich diese 19 Millionen hauchdünn aus. Und damit bekommen wir unseren Nachfolger. Und Vitor Roque ist einer, der ist der absolute Hammer, muss man ganz ehrlich sagen. Also vielen Dank, dass die Scouts ihn nochmal vorgeschlagen haben. Ich wollte eigentlich noch gar keinen Nachfolger holen. Aber in der Technik ist Ribeiro ein bisschen besser, Übersicht auch. Defensiv und offensiv ist Vitor Roque besser. Das heißt, wenn man sich, das ist so geil irreführend irgendwie, wenn man sich Technik anschaut, 15, 14, denkt man, oh. Und dann schaut man hier bei den ganzen technischen Werten, ist hauptsächlich in der Technik hinten, Passen und Dribbling. Gut, das sind nicht unwichtige Fähigkeiten, aber alles in allem ist das schon extrem stark. Auch hier sehen wir mental, Führungsqualitäten, Konzentration, Nervenstärke ohne Ball, Stellungsspiel, Teamwork, da ist er besser. Hier, ja, Sprunghöhe ist er deutlich schlechter, aber alles in allem ist das ein richtig guter Nachfolger. Wenn man bedenkt, dass wir 62 Millionen gesamt für Rodrigo Ribeiro bekommen, ist das der perfekte Nachfolger. So, bin dann gespannt, was ihr zu ihm sagt. Ich hätte sonst natürlich mich noch ein bisschen mehr umgeschaut, aber ich finde einfach, dass das jetzt optimal ist. So, die Bayern. Wir werden rechts hinten mit Fernandes spielen, der war ja jetzt in der Liga gesperrt. Das passt also gut. Links hinten Ekomier statt Saar, damit wir hier wieder frische Power haben. Dann müssen wir schauen, leicht müde. Kamara ist auch leicht müde, aber ich spiele mit Jao und mit Kamara. Die tauschen wir nur normalerweise wieder. Ja, passt. Dann würde ich sagen, müssen wir da jetzt auch noch kurz schauen. Casadei leicht müde. Ignatenko ist ausgeruht, okay. Jota auf die 6. Salazar auf die 10. Ich nenne das einfach 10, obwohl es eine 8 ist natürlich. Mbaji, wer ist an Mbaji interessiert? Manchester United. Großartig. Vielleicht brauchen wir da auch bald wieder wen. Und links außen können wir mal Theo mitnehmen, aber das passt natürlich nicht so ganz. So, Stürmerposition. Grundsätzlich würde ich lieber mit Fernandes spielen, weil er halt der Schnellere ist. Und Ribeiro reicht vielleicht für einen Kurzeinsatz. Aber viel mehr dann auch nicht. Jetzt ist die Frage, wen wir dann links außen spielen lassen. Könnten theoretisch auch einfach so machen. Wobei nicht Casadei, sondern Theo.
Salazar nach innen sichernd und Fernandes vorne. Weil ich könnte natürlich Fernandes auch auf dem linken Flügel spielen lassen, aber der wird kein ganzes Spiel durchhalten. Da muss ich sowieso Luca noch bringen heute. Also, naja, Chapuis bringen wir noch. Den jungen Torhüter, der darf auf der Bank sitzen in München. Und dann schauen wir, was denn so im Rückspiel für uns drin ist. Natürlich wahnsinnig schwierig, das haben wir eh schon im Hinspiel gesehen. Aber im Endeffekt haben wir ihnen ein gutes Ergebnis abgeluchst und wenn wir nochmal so eine Leistung bringen und sie keinen guten Tag erwischen, wer weiß. PSG spielt gegen Liverpool. Freistoß Sané in die Mauer. Mamardaschwili muss also nicht eingreifen. Ecke Sané. Ciao mit der Klärungstat. Ignatenko fängt ihn ab. Und jetzt die Konterchance. Theo. Fernandes. Und abseits, fünfte Minute. Aber wie gesagt, Fernandes, glaube ich, heute eben die bessere Wahl. Wobei wir sowieso Luca dann in der Schlussphase wahrscheinlich bringen müssen. Ekomier fängt ihn ab. Aufpassen aufs Gegenpressing. Kamera kann ihn nur kurz klären. Sané. Boah. Lässt da Jao ordentlich stehen. Aber dann zum Glück noch geblockt und kein Problem für Mamardaschwili. Theo mit dem tollen Pass in die Tiefe. Salazar und Neuer rettet. Beinahe die Führung, sechste Minute, Riesenchance. Gegenpressing kommt schon. Ach, schade. Null zu eins Musiala, siebte Minute. Das ist bitter. Schlechter Start. Es tut weh. Da sehen wir Davies mit dem Pass in die Tiefe. Und eigentlich stehen wir gar nicht so schlecht. Aber irgendwie ist da diese Lücke. In die läuft Musiala perfekt rein. Jetzt hat er was abgekriegt. Zu viel gejubelt vielleicht. Fair Play. Hernandez mit dem Pass in die Tiefe, aber Hernandez fängt es ab. Nochmal die Chance. Wieder geklärt von Hernandez. Martim, Ronny Bargi. Boah, der versucht es einfach. Freche Aktion. Ich hoffe, das hat Manchester United nicht gesehen. Na, vielleicht hoffen wir es doch. Geht der Preis gleich 10 Millionen rauf. Aber. Eben auch was Ronny Bargi angeht, muss man sagen, wenn da ein Top-Angebot kommt, so wie es jetzt bei Ribeiro war, dann ist er nicht unverkäuflich. Da so realistisch müssen wir sein. Da sind wir halt Ausbildungsklub und Kimmich. Boah, Mamardaschwili. Super Parade. Auf Mama ist Verlass. Den fängt Mamardaschwili gut ab. Liverpool führt gegen PSG. Wobei ich hoffen sollte, dass PSG weiterkommt, damit sie sich irgendwie auf die Champions League konzentrieren müssen. Die wäre ihnen wahrscheinlich wichtiger als die Liga. Während es bei uns genau umgekehrt ist. Nächste gefährliche Aktion. Also die Bayern wirken etwas stärker heute. Was ich im Hinspiel gemacht habe, ist, dass wir weiter zurückziehen gegangen sind. Das werde ich jetzt auch wieder machen. Ich glaube, dann sind wir eben einfach, was diese Pässe in die Tiefe angeht, nicht so anfällig. Und da die Bayern ja sowieso sehr schnelle Spitzen haben, aber vielleicht eben nicht die körperlich stärksten, also zumindest was Sprunghöhe und Kraft angeht, macht das dann, denke ich, schon Sinn.
Ja, also ich drücke jetzt PSG die Daumen, dass die da gegen Liverpool noch das Spiel drehen. Ich weiß nicht, wie das Hinspiel ausgegangen ist. Aber wäre schön, wenn sie weiterkommen. Für die 5-Jahres-Wertung wäre super. Und die sollen so richtig müde gespielt werden von Liverpool. So, Musiala. Mama Daschwili. Auf Mama ist Verlass. Hört auch auf ein T-Shirt. Ich hoffe, irgendjemand von euch schreibt die T-Shirt-Sprüche mit. Und kann sie mir dann irgendwann mal schicken. Weil da habe ich jetzt ja schon einige Male das erwähnt. Irgendwann mache ich dann diese T-Shirts. Auf Mama ist Verlass. Das wäre schon geil. Könnt ihr dann zum Muttertag euren Müttern schenken. Oh, Musiala, gefährlich. Oh, Kimmich drüber. Puh. Oh. Versuchen wir sie zu motivieren. Ich kann sie weder kritisieren noch loben. Es ist irgendwie schwierig. Salazar funktioniert links außen gar nicht. Das Problem ist, dass ich Ribeiro eigentlich auch nicht wirklich bringen kann auf der Position. Jetzt so machen, dass ich den Luca bringe und Fernandes auf den Flügel schiebe. Und wenn Fernandes zu müde ist, dann bringen wir für die Schlussphase vielleicht noch Ribeiro. Das passt, denke ich. Gut, ist schon da. Dribbling 12, gar nicht so schlecht. Dann werde ich eventuell den Bielik. Na, ja, wobei Theo ist ja auch fit. Lukeba bringen wir für Kamara. Der ist ein bisschen müde und nicht gut heute. Das passt eh. Wie würdet denn ihr entscheiden, was die drei Innenverteidiger angeht? Ich meine, im Moment rotieren wir einfach durch und alle drei spielen sehr, sehr viel. Aber würdet ihr auch dann versuchen, auf Lukeba zu setzen in Zukunft, wenn wir jetzt keine englischen Wochen haben und nicht so viel rotieren müssen? Oder seid ihr Fans von Kamara und Jao? Vielleicht schreibt mir da mal kurz eure Meinung in die Kommentare. Meine Meinung dazu wäre, dass ich eigentlich Jao, also die Konstellation, so wie wir sie jetzt drin haben, bevorzugen würde. Und Kamara dann schon langsam in die Backup-Rolle packen. Weil ich finde halt Lukeba und Jao sind in einem super Alter, das heißt, sie sind nicht unerfahren. Keine ganz jungen Talente, aber dennoch haben sie noch immer Potenzial, deswegen würde ich die halt so gerne fördern, so gut es geht. So, Ignatenko, was für ein Einstieg von Sané, wenn er ihn erwischt, sind wir in Überzahl. Jao. Ignatenko, Theo, schade. Gute Aktion eigentlich und dann wird im Endeffekt zu wenig draus, weil es Abseits ist. Das ist echt schade. Theo ist übrigens müde, das heißt vielleicht machen wir diesen Wechsel dann doch bald. Rotar nach vorne und Bielik rein. Habe ich bei Bielik jetzt schon geschaut wegen einem neuen Vertrag? Ich glaube noch nicht, das wollte ich eigentlich noch machen. Wenn er nicht zu viel Geld verlangt, haben wir gesagt. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich das gemacht habe. Das muss ich mir dann anschauen. Ja, bei Luca ist halt auch schwierig, dass der da anpressen muss gegen die Gegner. Fernandes bleibt hier hängen. Musiala. Super abgefangen wieder von Ignatenko. Ah, Theo. Das war nicht so dankbar. Der Pass von Lukeba. Da möchte ich Theo jetzt nicht zu viel Vorwurf machen. Der wird geklärt. Oni Bagi und Foul von Pavard. Gut gemacht von Bagi, der da zuerst drankommt und dadurch dieses Foul zieht. So, Ignatenko. Gegenpressing, schade. Na doch, da haben wir es. Sehr gut. Jota mit dem Pass in die Tiefe. Bagi, schade. Zum einen Abseits, zum anderen hat er den Ball nicht zu Luca rübergebracht. Ich finde dafür, dass es momentan so eine anstrengende Phase ist, verkaufen wir uns jetzt wieder gegen die Bayern nicht schlecht. Vor allem, wenn man auch noch bedenkt, dass mit Ekomier, mit Ignatenko, mit Theo einige
Backups spielen. Beziehungsweise Fernandes links außen eigentlich auch nicht wirklich gut aufgehoben ist auf der Position. Dafür machen wir das schon nicht so schlecht. Joao kann ihn klären. Aufpassen auf Kimmich im Rückraum. Sané macht's. Alleine wollte ich gerade sagen, aber er hat Pavard hier noch ins Spiel gebracht. Müller jetzt in der Partie. Auch schon 36 Jahre alt. Würde ich gerne auf die Auswahlliste packen. Beendet er die Karriere? Schätze ich fast. So. Schaut es denn mit der Müdigkeit jetzt aus? Also wir haben noch drei Wechsel. Ignatenko und Theo sind K.O. Das heißt, wir bringen den Bielik für Theo, schieben Schotar vor. Und ich bringe den Casadei für Ignatenko. Ja. Und dann machen wir weiter. Rodrigo Ribeiro werde ich aber alleine schon, damit er gegen seinen zukünftigen Verein in seinem zukünftigen neuen Heimat aufläuft, einwechseln. Luca mit dem Ballgewinn gegen Upamecano, Fernandes. Ekomier, Chotar, wieder Fernandes. Luca ist verletzt. Ja, da hat Luca was abgekriegt. Wir haben nur noch einen Wechsel. Möchte weiterspielen, aber seine Verletzung behindert ihn. Wart vielleicht noch ein bisschen ab, ob er sich noch erholt. Weil Fernandes ist genauso K.O. Es sind alle drei jetzt K.O. da vorne. Also nach Ballverlust werden wir zurückarbeiten, das hilft nichts. Und dann bringe ich den, schaut mal wie müde Ribeiro ist. Ganz ehrlich, da bringe ich Remy Udar. Und wir schieben den Fernandes nach vorne. Da bekommt Ribeiro keine Einsatzzeit heute. Tut mir zwar ein bisschen leid, aber im Spiel wird es ihm wurscht sein. In echt wäre er wahrscheinlich eher ein bisschen angepisst. Sorry, Muda, zeig, was du nicht kannst. Nein, Riesenchance, Uda. Ronny, 1-1. Und ich sage noch, zeig, was du nicht kannst. Und dann macht er so einen perfekten Assist. Ja, ja, der Uda, der will bei uns bleiben. Der will es uns beweisen. 1-1 gegen die Bayern, 80. Minute. Wie geil ist das denn? Ja krass, das heißt, wenn es in eine Verlängerung kommen würde, was noch immer unwahrscheinlich ist, aber theoretisch möglich, dann würde das bedeuten, dass wir noch einmal wechseln können. Das wäre für die Offensive wichtig. Aber Gnabry ist durch, Mamardashvili rettet, was für eine Tat. Sané. Kimmich mit dem Antritt. Und geblockt. Also um ehrlich zu sein, ich wünsche mir keine Verlängerung. Dann sehen wir die Jungs. Alter, spielt er den schnell ab. Dann sind mir die Jungs viel zu müde. Das Momentum war Wahnsinn. Martin mit dem Einwurf. Casadei. Müller gegen Chotar. Was soll denn das, Thomas? Das war nicht abgemacht. Minute, Ekomier, hinten wird gut zugestellt, aber was für ein Seitenwechsel von Ekomier, ganz stark. War nämlich auch nicht riskant, also das hat er sehr überlegt gemacht. Ronny Baggi. Boah, an die Latte. Uda, 2-1, 88. Wir gehen in München in Führung, was ist denn jetzt los? Ach du Kacke. Okay, jetzt müssen wir schauen, dass wir das über die Zeit bringen. Nein! Jetzt fliegt wahrscheinlich PSG aus der Champions League und wir werfen die Bayern raus. Jetzt haben wir diese Doppelbelastung noch immer. Na, warten wir mal ab. Ronny Baggi. Und dann ist plötzlich Uda da für den Abpraller. Davies hat das Abseits da hinten aufgehoben. Gut, Uda mit einem Assist und einem Treffer. Ich würde sagen, Vertragsverlängerung. Ach du Kacke. Davies. 90. 90. der Ausgleich. Wieso gibt es die Abseits, die Auswärtstorregel nicht mehr? Oh. Jetzt müssen wir hier eigentlich wieder die Sachen rausnehmen. Wobei das Tempo und das alles rausnehmen ist vielleicht eh nicht so blöd, weil wir sind eh verdammt müde. Ist das krass.
Und zugleich eben wahnsinnig ärgerlich, dass wir da das Ding gleich wieder kassieren. Aber 90 Minuten lang ist eigentlich recht gut verteidigt. Ciao, macht das gut. Martin, ach, wird da gut gepresst. Müller, Mama Daschwili rettet. In der 95. Müller allein vom Tor. Wahnsinn. Ecke Sané, 96. Drüber. Jetzt wird es wohl in die Verlängerung gehen. Ja, Leute, jetzt kann nur noch ein Spieler das entscheiden und das ist Ribeiro. Den werden wir jetzt bringen. Vorne rein für Fernandes, würde ich sagen. Das ist von der Qualität her auch auf jeden Fall der stärkste Spieler, den ich jetzt bringen kann. Ist ein bisschen müde, aber natürlich deutlich fitter als jetzt Fernandes zum Beispiel. Und ja, so spielt er jetzt wenigstens in München gegen seinen zukünftigen Club. Upamecano. Ruhiger Spielaufbau der Bayern. Müller. Jetzt könnte es dann in die Tiefe gehen. Aber Ekomier fängt den Ball super ab. Kimmich versucht nachzusetzen. Ekomier läuft ihm aber davon. Ribeiro auf rechts. Ronny Bargi. Da ist Uda. Doppelpack 3 zu 2. Was ist denn mit dem los? Das gibt's ja nicht. Jetzt gehen wir schon wieder in Führung. Ribeiro rüber. Also Oda auf seiner ungewohnten Position links außen nämlich. Irre. Versuchen wir die Jungs jetzt ein bisschen zu beruhigen. Aufpassen, die Bayern gehen da schon sehr offensiv rein. Martin sollte da einfach auf den Beinen bleiben. Boah, nächste gute Chance. Ich gehe jetzt mal da vorsichtig. Grundausrichtung. Bjelik mit dem Seitenwechsel, der kommt nicht an, aber wir bekommen ihn wieder. Martin auf Roni. Da ist Ribeiro. Neuer rettet. Das hätte gezählt. Wahnsinn. PSG ist 3-0 hinten. Also ich schätze, die werden es wohl nicht mehr packen. So. Boah, ist das anstrengend, vor allem jetzt auch für die Jungs. Schaut auf die Müdigkeit. Da müssen wir das Training jetzt unbedingt anpassen. Gut geklärt. Rausrücken. Wird nix. Kimmich und Luke Heber. Puh. Ronny Bargi gegen Sané. Kimmich nächste Ecke, 110. Oda fightet. Gnabry kriegt ihn in die Mitte. Morato und Mamardashvili ist da. Zeitspiel oft. Also Pressing-Auslöser ja, aber rück noch ein bisschen später. Wir versuchen jetzt noch kompakter zu werden. Oh, schlecht von Oda. Drei zu drei. 113. Minute. Und es war ein Fehler von Uda. Das ist jetzt so schade, weil damit zerstört er seine Leistung ein bisschen. Ich meine, es war jetzt kein krasser Schnitzer, würde ich jetzt sagen, aber ein Fehler, der auf jeden Fall natürlich nicht passieren darf und zu dem Tor führt. Oh. 116.
Das wird noch mal ganz hart. Sané drüber. Verlängerung. Letzte Chance, Kimmich, 92. Eigentlich ist es schon aus und sie machen das Tor. Ich mag die Bayern nicht. Vor allem der Worst Case ist jetzt eingetreten, jetzt sind wir ausgeschieden und haben trotzdem eine Verlängerung bestreiten müssen. Dementsprechend anstrengend ist das jetzt natürlich. Oh, bitte. Ich habe nicht viel zu kritisieren. Moral können wir, denke ich, oben halten nach dieser Aktion. 3:4 nach Verlängerung. Wahnsinn. Aber ich bin stolz auf die Jungs. Luca, 1 bis 2 Tage zum Glück nur. Und wir halten nochmal 9,6 Millionen für diese Leistung. Und das Erreichen des Achtelfinales. Und da haben wir jetzt gelobt. Und jetzt müssen wir schauen, in 3 Tagen wieder Straßburg. Ich würde sagen, dass wir hier statt dem Ballbesitztraining vielleicht nochmal, was ist denn da, Zufriedenheit, Teambuilding, Kondition, leichter Rückgang, Erschöpfung, leichter Rückgang. Konditionsanstieg, Erschöpfungsrückgang, da geht die Spielpraxis ein bisschen runter, aber ich glaube, Spielpraxis haben wir im Moment genug. Machen wir noch eine Erholungseinheit. Ja, Leute, Wahnsinn. Enttäuschung ist natürlich trotzdem groß, aber man kann wahnsinnig stolz sein auf diese Mannschaft. Im Endeffekt war der Part erfolgreich. Wir haben uns gegen die Bayern super verkauft, haben sie beinahe rausgeworfen und haben gegen PSG wieder Punkte gut gemacht. Also wir sind nach wie vor auf dem Meisterkurs. Ja, ich freue mich, wenn ich dann aus dem Urlaub retour bin und hier endlich wieder weiterspielen darf, weil ich habe momentan so viel Bock, dass ich hier am liebsten noch weitermachen würde. Ja, nächsten Part dann das Spiel gegen Straßburg. Und unter anderem auch das Pokalspiel gegen PSG. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.